Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch so eine kleine Blumenhaarspange machen. Ihr seht, hier ist der Clip. Lässt sich auch öffnen und schließen. Und damit haben wir dann auch das Losblumen ja erledigt. Eigentlich hatte ich ja gesagt, wir machen einen Blumenstrauß, aber meine Püppi hat sich eine Haarspange gewünscht. Deswegen mache ich das Losblumen jetzt mit der Haarspange. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Wenn nicht, schmeiße ich es wieder in den Topf und dann gibt es als nächstes dann wirklich den Blumenstrauß. So, für diese wunderschöne kleine Haarspange brauchen wir Baumwolle. Ich habe einmal ein Weiß und ein Grün. Wir haben hier zweimal die Gründelkotten Fun. Das ist ein reines Baumwollgarn. Für die Nadelstärke 3 bis 4, 50 Gramm auf 115 Meter. Einmal die Farbe 23 und halt dann einmal das wunderschöne Weiß. Dann brauchen wir eine Haarspange. Entweder nehmt ihr auch so eine recht schmucklose, die ihr jetzt noch bei euch liegen habt. Oder es gibt auch welche, die haben hier vorne so ein kleines Löchlein und da kann man ja reinnähen. Da könnte man die Blume zum Beispiel ja darin einnähen. Ich habe meine jetzt hier angeklebt. So, wenn ihr jetzt auch so eine Schmucklose habt, wie ich jetzt sie hier, dann könnt ihr es festmachen mit Sekundenkleber, mit Heißkleber oder was ich benutzt habe, ist Schmucksteinkleber, weil der auch waschmaschinenfest ist und damit auch wunderbar hält, wenn die kleine Haarspange mal irgendwie nass wird oder so. Deswegen habe ich Schmucksteinkleber genommen. So, dann brauchen wir eine Schere, eine Nadel und ich benutze die 3er Häkelnadel. Ach, und ein ganz kleines bisschen Gelb. Das hatte ich jetzt ganz vergessen mit aufzuzählen. So, wir beginnen mit dem kleinen bisschen Gelb. Schlagen uns eine Schlaufe an und häkeln 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Diese 5 Luftmaschen schließen wir in die erste Luftmasche mit einer Kettmasche zum Ring. Und in die Mitte von dem kleinen Ring kommen 6 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Nun schließen wir diese Runde, indem wir hier in die erste Masche unserer jetzigen Runde einstechen, den Faden holen und einmal dadurch und dann gleich nochmal durch die Schlaufe auf der Nadel gehen. Das war es nämlich schon wieder mit Gelb. Wir nehmen uns Weiß, ziehen uns das durch und jetzt verdoppeln wir jede von diesen 6 Maschen. Das heißt, in die nächste Masche kommen 2 feste Maschen. 1, 2, danach in die Masche auch 2, sind wir schon bei 4 weißen Maschen, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und die 11 und die 12. Schon sind wir einmal rum. Und damit wir jetzt hier diese Lücke nicht haben, stechen wir hiervon nochmal in unsere erste weiße Masche ein und häkeln eine Kettmasche. Und schon haben wir diese Runde abgeschlossen. Jetzt sind wir, wenn wir uns unsere Haarspange anschauen, genau in dieser Runde. Und nun beginnen wir mit den Blütenblättern. Wir machen einen Umschlag, stechen in die nächste Masche ein, holen uns den Faden, holen uns den Faden, haben 3 Schlaufen
Runzelfaden gehen durch zwei, Runzelfaden gehen durch zwei, das war ein Stäbchen. Und jetzt kommen in dieselbe Masche noch vier Stäbchen. Zwei, drei, vier. In die nächste Masche kommt eine feste Masche. Wieder Umschlag in die dritte Masche, fünf Stäbchen. Zwei, drei, vier, fünf. In die nächste Masche eine feste Masche. So, in die nächste Masche wieder fünf Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. In die nächste Masche eine feste Masche. Und so arbeiten wir uns jetzt einmal drumherum. Wenn wir unsere Blütenblätter gemacht haben, haben wir zwischen unserer aktuellen und der ersten noch eine ganz kleine Masche. Und in die stechen wir ein und setzen unsere feste Masche. Schon ist das Blümchen an und für sich fertig. Faden abschneiden und durchziehen. Wer möchte, kann das Blümchen natürlich jetzt auch schon so aufbringen. Sieht auch ganz süß aus. Wer es aber nicht möchte und möchte auch noch so grüne Blätter, wartet damit bitte noch. Die Fäden können jetzt alle vernäht werden. So, wir schnappen uns das Grün, machen eine Anfangsschlaufe. Und wir häkeln 13 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir stechen jetzt von der Nadel aus in die zweite Masche ein, holen uns den Faden, haben zwei Schlaufen. Holen uns den Faden und gehen durch beide Schlaufen durch eine feste Masche. In die gleiche Masche kommt noch eine feste Masche und jetzt in jede Luftmasche eine feste Masche. Und in die letzte Masche kommen drei feste Maschen. Eins, zwei, und die drei. Wir drehen das Ganze auf den Kopf. Das hier war unsere Luftmaschenkette von eben. Das sind unsere festen Maschen. Wir drehen das Ganze nach oben, dass die Luftmaschenketten nach oben gehen. Und jetzt sehen wir uns, wenn wir uns das hier so anschauen, hier immer so Fädchen nach unten gehen. Und da, wo das Fädchen unten ankommt, da sind unsere Maschen. Da stechen wir jetzt ein und häkeln eine feste Masche. Und guck mal, hier ist das nächste Fädchen, da unten drunter. Und feste Masche rein. Fädchen, Masche. Fädchen, Masche. Fädchen. So, und in die letzte Masche kommt noch eine Masche. Wir haben eine Masche vom Anfang mit rüber genommen. Wir hatten ja eine Luftmasche mehr gemacht. Dann hatten wir zwei reingehäkelt. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt in dieser Masche vier Maschen. Die gerade gehäkelte, wenn wir die jetzt zur Seite schuppen, haben wir hier unsere Luftmasche, wo eine mehr war. Und dann hier die zwei festen Maschen. Aber unsere feste Masche liegt jetzt genau auf der Luftmasche, sodass wir jetzt hier drei Maschen haben. Wir stechen jetzt in die nächste Masche ein und häkeln da rein zwei feste Maschen. Eins, zwei.
In die nächste Masche kommt eine feste Masche. In die nächste auch eine. Nochmal eine. Haben wir jetzt 1, 2, 3 mal feste Maschen gemacht. Wir machen einen Umschlag. Und in die nächsten 4 Maschen kommt jeweils ein halbes Stäbchen. 1, 2, 3, 4. Und jetzt kommt bis auf diese Spitze hier oben. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5 mal ein ganzes Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt machen wir 2 Umschläge. Ich zeige es euch nochmal. Einmal, zweimal. Wir stechen in die Masche gleich oben bei der Spitze ein. Und jetzt durch 2, durch 2, durch 2, 2 Umschläge, in die gleiche Masche noch einmal einstechen, durch 2, durch 2, durch 2 und jetzt 5 Stäbchen auf dieser Seite lang. 1, 2, 3, 4, 5, 4 halbe Stäbchen, 1, 2, 3, 4, und jetzt mit festen Maschen bis in die Mitte. Ja, und das wäre schon das gesamte Blatt. Faden abschneiden. Durchziehen und vernähen. Und jetzt haben wir hier so wie so ein kleiner Pantoffel. Hier, wie so ein kleiner Pantoffel ist das auch hier. Genauso ist das auch hier. Und diese kleinen Pantoffelblätter, die kommen hinter unsere Blume. Da könnt ihr jetzt eins machen. Oder ihr macht das wie bei dieser Haarspange mit zwei. Da habe ich eins so nach unten angebracht. Und dann noch das zweite überlappend über das andere Blatt nach oben weg. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen, wie ihr wollt. Ob 1, ob 2 oder vielleicht ob keins. So, ich lasse mein Blümchen mit dem einen Blatt, habe jetzt alle Fäden vernäht. Und wie ihr seht, ich habe mir hier schon eine Unterlage hingelegt, weil wir fangen jetzt an und machen unser Blümchen schick. Legen uns das Blümchen hin, tragen unseren Schmucksteinkleber auf. Wer natürlich so eine Nadel hat zum Annähen, der näht sie einfach stückchenweise an und wer nicht, der klebt sie halt jetzt genauso fest. So, jetzt wird das Blatt aufgedrückt. Wenn das ein bisschen überwabbelt, wie bei mir jetzt hier, ist das gar nicht dramatisch. Mein Kleber wird transparent. Ihr müsst natürlich dann darauf achten, dass ihr transparent trocknenden Kleber benutzt. Und die Unterlage dient dafür, falls es auf der Seite auch rauskommt, dass wir uns nicht den Tisch versauen. So, jetzt nochmal auf das Blatt. Spange aufgemacht. Und jetzt machen wir unsere Spange in das Blatt rein. Ihr seht, ich leg die Haarspange genau in das Blatt. Da. So, drückt das ein bisschen an. Das ist da sitzt, wo es hingehört.
Müssen natürlich jetzt darauf achten, dass das Blatt ein bisschen die gebogene Form beim Trocknen behält. So, und dann mache ich immer noch mit Schmucksteinkleber auch über die Haarspange drüber, dass die im Prinzip wie eingefasst ist. Das habe ich bei dieser hier auch gemacht. Das seht ihr, hier ist es eingefasst. Da sieht man es schimmern. Aber es hält wirklich, es hält bombenfest. Man kann die Haarspange aufmachen, man kann sie zumachen. Hier die ganze Zeit hin und her. Es hält wunderbar fest. Da bricht auch nichts weiter. Dass es beim ersten Mal ein ganz kleines bisschen anbricht, ist vollkommen normal. Es ist ja auch nur geklebt. Und hier kommt ja doch ganz schön Druck und Spannung auf die Klammer. Aber genauso habe ich das jetzt hier auch gemacht, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Und dann kann man so wunderschön hinlegen. So, das muss bei mir jetzt in meinem Fall 24 Stunden trocknen. Drück das hier nochmal schnell ein bisschen an. Schmucksteinkleber braucht so lange, bis er richtig durchgetrocknet ist. Wegräumen kann ich so ungefähr in na, so 3-4 Stündchen. Da ist es soweit schon mal getrocknet, dass nichts mehr irgendwo hinlaufen kann oder so, aber richtig durchgetrocknet nach 24 Stunden. So, und wie ihr seht, wenn ich das jetzt hier mal drehe, die Haarspange ist wunderbar eingefasst. Überall sieht man den weißen Kleber. Jetzt kann man es auch noch mal gut platzieren, noch mal schön andrücken, noch mal verschieben, so wie man es gerne haben möchte. Ja, und wenn das dann getrocknet ist, einfach schließen und dann habt ihr auch so eine wunderschöne Haarspange. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt viel Spaß mit euren süßen kleinen Haarspängchen. Wenn ja, lasst mir mal ein Däumchen nach oben da, da würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat ein Abo, dann verpasst auch kein weiteres Video mehr. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.